Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Mal wieder im verschneiten Finnland, besser gesagt Lappland, oberhalb von Rovaniemi. Und ihr habt ihn euch gewünscht, den Kodiaq Sportline. Den werden wir heute mal etwas im Schnee entführen und schauen, was das Allradsystem wirklich drauf hat, wenn es wirklich darauf ankommt. Aber nicht nur wir, sondern auch Hans-Joachim Stritzelstuck wird uns zeigen, was geht, wenn man es hinter dem Lenkrad richtig drauf hat. Und aber auch noch ein paar kurze Worte zum Kodiaq in der Sportline. Der fällt vor allem durch die schwarzen Details auf, etwa die schwarze Dachreling, die schwarzen Außenspiegel oder auch die Plakette, aber auch die 18 Zoll Bicolor-Felgen sowie vorne und hinten nochmal ein paar schwarze Details. Aber mein persönliches Highlight, das sind die schönen Integralsitze. Sind wir nicht alle Freunde eines gepflegten Drag Races? Und das werden wir jetzt mal haben. Interessanterweise unser Kodiaq Sportline mit Allradantrieb gegen einen Superb-Kombi mit Frontantrieb. Ja, die haben beide dieselben Winterreifen mit minimal kleinen Spikes. Aber ihr werdet gleich einen wesentlichen Unterschied feststellen, was Frontantrieb gegen Allradantrieb auf Schnee bedeutet. Hatte ich schon den Spaßpunkt Kodiaq erwähnt, also ja, ausreichend Radstand, um quasi durch die Länge einfach das Auto schön rumzuführen und das vor allem, ich sag mal so, elegant. Wenn man einen kurzen Radstand hat, muss man ein bisschen mehr auf Zack sein, aber so mit langem Radstand, den der Kodiaq ja im Vergleich hat, kann man ihn eigentlich schon sehr schön hier auf diesem Handling-Parcours bewegen, rumzirkeln. Hier müssen wir aufpassen, enge Kurve.
Ja, also, wie gesagt, S für SUV hat auch einen gewissen Sportcharakter. Wenn man Platz dafür hat und das auskosten kann. Das ist klar, in erster Linie bringt uns das Allradsystem etwas mehr Sicherheit im Alltag, aber in zweiter Linie bringt es uns auch etwas mehr Fahrspaß in Situationen, wo wir das richtig ausnutzen können. Schön finde ich ehrlich gesagt, wie schön man ihn anpinnen kann. Also kann ihm richtig schön zeigen, wo es lang gehen soll und schön mit dem Gas spielen. Hier wirklich um so eine enge Kurve sehr schön rum. Also vorher hätte ich das nicht erwartet. Die Systemgrenzen sind doch ja sehr spaßbehaftet. Und jetzt haben wir nochmal, wie versprochen, Hans-Joachim Striezelstuck. Hallo, servus. Der zeigt, dass da wirklich was geht. Also wer das jetzt noch nicht geglaubt hat bisher, da geht was. Das sehen wir jetzt gleich mal. Da gibt es einen Spezialhandling-Kurs. Allerdings haben wir das Fahrzeug gewechselt und fahren jetzt einen Kombi RS Octavia. Allerdings gleiche Maschine, auch wieder der große Diesel. Ja, und Allradantrieb. Und was wichtig ist, wir fahren jetzt mit dem ESC Sport System. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen Helferlein, Stabilitätskontrolle relativ deaktiviert. Bis auf einen kleinen Rest, der dann für den Notfall noch eingreift, wenn wir es nicht mehr richtig schaffen. Gell? Aber er lässt jetzt einiges zu, wenn wir gleich sehen. Das macht richtig Spaß. Jetzt gehen wir hier auf den Handling kurz. Blankes Eis, muss ich dazu sagen. Aber natürlich 4 mm Spikes haben wir drauf. Gell? Das lässt schon einiges zu. Ein bisschen Schweden rein heute. Das Tolle ist halt bei diesem Allradsystem, was ja elektronisch geregelt ist, dass das so schnell auf die Fahrzustände reagiert, auch auf Gaspedalstellung, Lenkradstellung und so. Und wenn man da nicht hektisch damit umgeht, dann lässt das noch richtig schöne Treffpunkte zu. Das macht schon richtig Spaß. Gell? Wie gesagt, blankes Eis, wenn man hier sieht. Gell? Grip hier ist, gell? Das war schon richtig Spaß.
Jetzt haben wir den Kodiaq Sportline hier oben ziemlich sportlich bewegt, so wie es der Name eigentlich soll. Aber einen kurzen Eindruck von der Straße solltet ihr auch noch bekommen. Wir fahren jetzt hier aktuell auf der finnischen Landstraße und die ist teilweise geräumt. Und dazu auch ein ganz wichtiger Punkt, was man jetzt hört. Das hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern mit der Bereifung. Denn wir haben hier diese kurzen kleinen Spikes, die uns auf Eis eben einen gewissen Vorteil bringen. Hier auf der geräumten Straße hört man sie dann doch etwas. Der Sportline als solches ist ja primär ein Optikpaket und das, finde ich, steht dem Kodiaq richtig gut. So diese schwarzen Details, insbesondere hier mit dem Grau, macht schon ordentlich was her, aber besonders der Innenraum, der ist ganz schön gelungen. Wir haben diverse sportliche Details, wie etwa eine Carbon-Optik im Dashboard, aber eben auch die, wie ich finde, sehr schicken Sport-Integralsitze, die dem Innenraum des Kodiaq nochmal einen ganz eigenen Touch geben. Und das waren sie, die schönen finnischen, lappländischen Eindrücke hier oben mit dem Kodiaq Sportline. Jetzt lasst uns doch gerne wissen, wie sind eure Eindrücke von Allradsystem oder auch eure Eindrücke auf Schneefahren. Wäre die Sportline Edition etwas oder hättet ihr vielleicht auch lieber nochmal den Scout gesehen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten wisst ihr, wie es funktioniert. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!